Das auf einem U-Profil montierte Barrel werde ich nun auf meinen Extrudertisch mit 6 M8 Schrauben befestigen. Dabei kommt es darauf an, dass mein Barrel parallel zur Tischkante und in der Mitte verläuft. Die 6 Bohrungen am Tisch habe ich durch die Vierkantrohre gebohrt. Die versteifen die Aufnahme des Barrels. Die Bohrungen im Tisch habe ich 1 mm größer gebohrt, damit ich das Barrel besser ausrichten kann. Wie ihr sehen könnt, ist es gar nicht so einfach, alle 6 Schrauben durch die Bohrungen des U-Profils und das des Vierkantprofils zu bekommen. Wenn ich nun die erste Schraube anziehe, könnt ihr sehen, wie das Barrel vorne an der Spitze hochkommt und sich parallel zum Tisch ausrichtet. Ich ziehe nun alle 6 Schrauben richtig fest. Wenn ihr einen Drehmomentschlüssel habt, dreht sie damit fest. So, ich bin mit der Montage des Barrels auf meinem Extrudertisch zufrieden. Es sieht schon alles besser aus als auf meiner Do-It-Yourself 5 Kilo Line. Hier drucke ich meinen 4 Liter Trichter. Den Trichter drucke ich aus ABS. Die Wandung habe ich 4 mm stark gewählt, damit es schön stabil ist. Leider habe ich an dem Scale 446 noch keine Kamera. Darum habe ich mit meinem Handy kleine Ausschnitte gefilmt. Leider läuft der Drucker über Nacht, da habe ich keine Videos gemacht. Die Druckerdauer betrug 19 Stunden. Als nächstes montieren wir den Schaltschrank für die gesamte Elektronik. Den habe ich größer als im Vorgänger gewählt, weil hier mehr Steuerteile reinkommen. Den Schaltschrank lasse ich ca. 2 cm nach vorne stehen, damit man später die Tür gut auf und zu bekommt. Den Schaltschrank befestige ich mit 6 M4 Schrauben.
In das Vierkantprofil habe ich vorher Gewinde geschnitten. Man sollte den Schallschrank schon gut befestigen. Das Gewicht der ganzen Komponente ist doch schon erheblich. Als nächstes montiere ich die beiden Wasseranschlüsse. Einmal für den Zulauf und einmal für den Ablauf. Damit die später auch wasserdicht sind, setze ich die 3/8 Zoll Anschlüsse mit Teflonband ein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.